Was ist das? Hängt die in meinen Möpsen? Wie die auf meine Möpse glotzt. Ich bin übrigens jetzt angekommen, will die Quest annehmen. Ich dachte, ich komme sie zurück, nämlich, wieso hängt die in meinen Möpsen drin? Und sie beugt sich die andere auch noch so vor hier, mein Charakter. Da, pass auf, wir werden es gleich wiedersehen. Vielleicht werden wir es wiedersehen. Na, komm. Inventar, hier habe ich auch die ganze. Vor allem, wie die darauf glotzt. Jetzt sehe ich auch erstmal, dass das überhaupt so eine alte Frau ist. Mir war gar nicht aufgefallen. Jetzt wird sie gleich wieder drin hängen. Ich meine, hallo? Ich meine, die wird dir belästigt. Oh, guck mal, wie sie sich in Scheißdreck drum kümmert, ob mich das stört oder was auch immer hier. Ja. So, wie auch immer. Genug gequatscht hier. Dragon Jump. Wir haben auch was, aber. Okay, also wir werden jetzt weiter hier. Scheiß Wespenstachel einsammeln. Annahme, Wespenstachel. Dein Wachstum, ich meine, mehrfach Quest. Ich frage mich gerade, ob die roten Wespendrohnen irgendwie hochstufiger sind, als die wiederkommenden Wespendrohnen. Da will ich nämlich dorthin gehen, aber ich glaube, die waren bei, also nicht unterschiedlich. So, Quatsch ist ja eh immer hier oben. Die roten und die. Ach, das war mit den fetten Viechern hier. Alles klar. Irgendwie ein bisschen umständlich, der hört nämlich auch zu kämpfen, wenn man hier einen Spezialeffekt machen will. Ja, wieso sammelt das Phoenix ein hier? Echt jetzt? Das ist scheiße. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas war mit dem Tier. Ich weiß noch, letztens gab es irgendein Problem. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Was ist das denn hier eigentlich? Was ist das? Transportflagge. Kannst du an den. Okay. Wir mal gucken. Wieso assistiert der nicht? Okay. Beim Ruhen erholt sich das langsam die Vitalen. Aha. Pass mal auf, ich glaube, ich muss gleich mal das Pad ruhen lassen. Oder ich lasse es jetzt mal kurz ruhen. So. Pad. Jetzt gucken wir mal. 18 Vital hat's. Ich will nur kurz sehen, wie schnell erholt sich das. Mhm. Wie kann ich denn diese Scheiße erhöhen hier? Materialkombination, bitte leider. Es erhöht Erfahrung des Pets um 42.500 Punkte. Handel. Ich kann mit meinen Pets handeln. Was ist denn hier? Also gibt hier, ja? Ich glaube, das Pet muss ich tatsächlich ausruhen. Ich habe das nicht ruhen lassen. So. Gut, hilft ja nix. Muss ich wohl tatsächlich selber looten. Scheiße. Danke.
sind sich alle. Also ich weiß, ein bisschen blöd ist es, dass er nicht automatisch angreift, weil er kein Auto-Hit hat in dem Sinne. Scheiße. Erfahrung. Klingt noch nicht viel. Guck mal, ich krieg nicht mal wirklich was dafür. Ich bekomme ja gar nichts dafür. Was ist denn das? Was ist das? Ich konnte doch. Das kann man noch einsammeln hier. Was ist denn das hier? Irgendwas konnte man damit doch machen. Ach nee, das war auch für eine Quest, glaube ich. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass mein Pet irgendwas gemacht hat. Stachel, ach so, das ist... Ah, ja, okay. Yes, yes. Ach, man, dieses Auto einsammeln, das nervt. Diese manuell einsammeln. Ja, wenn's Auto einsammeln wäre, dann würde es nicht nerven. Scheißdreck hier. Vitalessenz reicht nicht aus. Aha. Was war das hier nochmal für ein Quatsch? Heilungspille. Die funktioniert. Also dieses scheiß Kraut hier funktioniert überhaupt nicht. Also Linksklick ist offensichtlich, ich muss mir das mal merken, ist einfach nur zum Abbrechen von Aktion. So, jetzt habe ich einen gebrochenen Panzer. Ach komm, das wird natürlich auf Dauer wird's langweilig. Ist ja blöd, wenn man auch alles selber einsammeln muss, und zwar auf eine Art und Weise, wo es einfach ewig dauert. Aber okay, wir haben die Quest fertig, also wieder zurück zu Baosheng. Baosheng Kao. Ich werde diesen Namen nie richtig aussprechen können. Komisch, dass sie mich nicht angreifen. Okay, Geld weiß wohl, dass sie nur angreifen, wenn man sie angreift. Kennt man ja aus anderen Spielen. 9 Silbermünzen habe ich bekommen, sehe ich gerade. Laden. So, Wespenstachel. Oh, jetzt kann ich den ganzen Quatsch normal machen. Aber verdammte Axt, wo sehe ich denn meine XP? Pandaschlag. Das ist aktiv jetzt, ja, gehe ich mal von aus. Muss ja. Ziehe das Icon auf die Schlagkartleiste. Gut, das donnert, das wird dann Blitz beschworen. Aha. Kostet einen Feuerwindstein. Ja, vielleicht funktioniert deshalb nicht, weil ich den Scheiß gar nicht habe. So. Ich muss das jetzt dringend wissen mit diesem verdammten XP. Das geht mir richtig auf die Zwiebel. Müdigkeit nur von 100. Okay, wir gucken jetzt mal alles durch. Okay, okay. Widerstände. Zicke, Bum, Ruhm. Verletzung, Zero. Merke ich dann auch, glaube ich, zu Beginn. Gibt's auch nicht. Ich könnte hier Krempel kaufen. Aber hier steht nicht, wo sind denn meine verdammten XP? Das wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt hier festhängen würde, nur weil ich jetzt nicht mit anderen spiele. Ich meine, what the fuck, echt jetzt? Hier gab es doch noch irgendwas anderes.
Das irritiert mich tierisch hier. Totaler Ruhm, interessiert denn den Ruhm echt jetzt hier? Was gibt's denn? Scheiße. Status. Okay, das ist das. Inventar. Was ist das? Nee, guck mal, wollte ich nie alle Talente öffnen. Talente. Ich habe keine verfügbar. Talentpunkte. Okay, ich sehe ja gerade überhaupt nichts hier. Du hast noch keine Produktionsskills. Ja, wie komme ich da hin? Ich muss das ja irgendwie einstellen können hier. Gebietskarte, Map, Minimap-Einstellung, Hilfe, Online-Chip, Emotions, Weg finden. Ha. 21.00. Player Killer. Was für ein Name. Player Killer. 2337. So. Bewegt sich automatisch hin. Gut, schöne Sache. Event bei Bumi hat genug Glück, Monster 10 mal mit normaler XP zu töten, erhält einen Bonus von der Höhe von 41.160 XP. Das ist ja schön für ihn, aber. Sich diese XP. Das ist echt. Drachensegen, gut, habe ich keinen. Ausdauer auch nichts. Ich muss doch irgendwo, kann ja nicht sein, dass ich jetzt stehen bleibe. Ich muss ja weiterkommen irgendwie. Ich muss ja auch leveln. Oder ist das irgendwas, was dann hier irgendwie hängen bleibt? Und ich muss irgendwas Bestimmtes machen, damit ich überhaupt irgendwie aufsteigen kann. Gab es ja zum Beispiel mal im WoW, wo wenn man dann, ich glaube, 3 Tage oder eine Woche vorher schon das neue Add-on reingucken konnte, aber nicht aufsteigen konnte. Das heißt, also, wenn man 70 war, konnte man nicht auf 71 aufsteigen, sondern blieb sozusagen bei 70 mit 100% stehen, weil der nächste Prozent wäre ja dann der Aufstiegsprozent. Ja, kann man das so sagen, kann man so sagen. Ja, vielleicht ist das hier auch so. Aber so, jetzt haben wir ihn hier. Lerne einen Produktionsskill. Damit kannst du Erze und einige Pflanzen abbauen. Nahrung und andere Materialien. Schmelzen, Gräser verbessern. Damit schmelzen kann ich Erze und Gräser verbessern. Damit kannst du Stoff und Nahrung verbessern. Schmieden, damit kannst du Waffen schmieden. Wähle die Skills, die du lernen möchtest. Oh, wie viel kann man denn machen? Ja, pass auf. Dann nehme ich den Nahrung und andere Materialien davor. Dann nehme ich Erze und Pflanzen, also sammeln und schmelzen. Ich weiß gar nicht, wie viel kann man denn lernen? Dann nehme ich sammeln, schmelzen und schmieden. Ja. Glückwunsch, du erlernst sammeln. Kann ich noch mehr? Schmelzen? Ja. Ich erlerne schmelzen. Kann man alle erlernen? Das frage ich mich gerade. Wie viel kann man eigentlich erlernen? Lernen einem, schmieden. Veredeln. Was war veredeln? Stoff und Nahrung verbessern. Okay, brauche ich jetzt auch nicht. Schmieden. Glückwunsch, wir lernen schmieden. Wie viel kann man hier eigentlich? Okay, gut. Wow. Juhu. Ich bin nie gesprungen mit dem Charakter bisher. Es fällt mir gerade auf. Hey, wo ist meine Katze? Da. Echt. Das verwundert mich natürlich jetzt. Oh, hier ist auch ein Spieler. Guck, hier ist ein richtiger Spieler. Oder? Ach nee, das ist Pet von einem.
Reown you Mitglied Sunny Day. So, eigentlich Sunny Day, aber ja. Juhu. Okay, pass auf. Folgendermaßen. Ich werde mich jetzt durch diese blöden wiederholbare Quester kloppen, bis ich endlich aufgestiegen bin. Das muss ja mal irgendwann vonstatten gehen hier. Und werde zwischendurch beste Freunde, Gruppe, Freundschaft, Teamarbeit. Okay. Ja. Ja gut, ist halt ein Spiel für eher Kinder offensichtlich. Muss man auch irgendwie Blut spritzen, wie man sich das als erwachsener Mensch wünscht. Okay, gut, ich mache jetzt erstmal so fertig. Und ein paar Minuten nachher mein Drachensegen wieder fertig. Und ich weiß gar nicht, für was der Drachensegen war, aber ich glaube, der boostet irgendwas bei mir, da keine Ahnung. Und werde jetzt jedenfalls zusehen, dass ich mal auf Level 10 komme und dann werde ich weiter. Also, denn dann.